So, und jetzt wieder ganz vorsichtig irgendwie, irgendwo, irgendwie runter. Wie lange sind wir denn jetzt schon dabei? Ach, erst 2 Stunden und wir sind schon so weit? Krass. Das passiert halt, wenn man fleißige Helfer hat, ne? Kommt man hier richtig voran. So, einmal hier hoch. Mal gucken wir uns das ganze Mist auch nochmal von unten an. Guck, guck. Moin. Moin, was geht ab? Jo, alles supi. Sehr schön. Ein bisschen, aber sonst. Ach. Das ist einfach die gekonnte Handkante. Ne? Das muss, da muss Blut dran sein, ja? Wenn das Blut daran fast trocken ist, hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, doch, das kriegt tatsächlich den Effekt, den ich machen wollte. Perfekt. So. Schauen wir mal, was macht Tofina für Mist? Da ist er. Ja, macht er gut, super. Macht er super. Muss ich den ja schreiben, die können es ja nicht hören. Macht er super. Und ich bin wieder weg. So. Dann wollte ich jetzt hier theoretisch. Machen wir das hier nochmal weg. Ah, da ist schon Lava, aber halt nicht so, wie ich es gerne haben wollte. So weg. Verbrenne natürlich jetzt viele Steine, weil ich mir das mal wieder nicht gut überlegt habe vorher. Aber dann überlege ich mir das auch schon mal gut vorher. Ich meine, ich bin immer noch Mammut. Ich mache immer nur Mist. So. Habe ich denn noch irgendwas, worüber ich spreche? Ich kann schon nicht mehr sprechen, dann brauche ich auch nicht sprechen. Würdest du mal bei einem Naturschauspiel dabei sein, das nicht lebensbedrohlich ist, wie zum Beispiel Polarlichter, Mond- und Sonnenfinsternisse, Kometenschwärme beobachten oder einen Vulkanausbruch aus sicherer Entfernung? Ja. Also grundsätzlich, das ist halt tatsächlich etwas, wo ich da auch für rausgehen würde. Außer halt heute nach der Minecraft-Session, ist dann tatsächlich sowas wie ein Vulkanausbruch. Weil Lava ist cool, Feuer ist noch cooler. Und Vulkanausbruch, ne, ist... sollen wir noch rum? Ich würde sagen, so wie am Anfang. Ja, also Vulkanausbruch, ich glaube, da wäre ich halt echt schon gern dabei. Einfach halt, um sowas mal tatsächlich zu sehen. Also nicht nur in irgendwelchen Dokumentationen, sondern halt tatsächlich. Und ja, sowas wie Polarlichter ist natürlich auch mal schön, halt dann tatsächlich sowas zu sehen. Aber ist für mich jetzt nicht ganz so spannend. Ich meine, ich würde es mir auch antun, aber Vulkanausbruch wäre schon nice. Ja. Tatsächlich fließende Lava zu sehen und all sowas. Wäre schon was Feines. Ich glaube, das ist einfach wieder mein Feuerfetisch dahinter oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber auch Sonnenfinsternis, Mondfinsternis finde ich auch immer beeindruckend. Nur halt nur Sonnenfinsternis ist halt immer, oh, du musst eine Brille tragen. Mondfinsternis ist da schon einfacher. Einfach hinschauen, fertig ist. Aber ich lasse mich ja beim Mond auch schon ganz einfach vom Vollmond anziehen. Nein, ich bin kein Werwolf. Auch kein Wärmermut. Ich werde da nicht extra behaart. Nein. Kometenschwärme. Ja, wenn man was zu sehen hat, dann würde ich das auch gern sehen. Aber meistens ist es da bewölkt. Also,
bisher. Wenn ich sowas mal mitgekriegt habe, dass sowas ist, dann ist es meistens bei uns bewölkt. Würdest du denn gerne irgendwo so bei sowas dabei sein? Ja, nein, vielleicht, eventuell? Ja, warum nicht? Ja, immer. Ja, sofern es nicht so weit weg ist, dass man da jetzt eine halbe Milliarde bezahlen müsste. Also, ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Aber halt jetzt so völlig unbeachtet der Kosten. Ne? Einfach mal, weil man es kann oder sowas. Ja, das würde mich dann schon interessieren. Ich meine, ich könnte mir das auch nicht leisten, weil irgendwie sowas, keine Ahnung, Vulkanausbruch extra Deluxe Edition sozusagen. Wäre zwar nett, aber so wirklich leisten, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt tatsächlich solche Touristenattraktionen, wo du dir dann sowas anschauen kannst. Aber das da auch zu einem ordentlichen Preis wahrscheinlich. Weil so ein Vulkan bricht ja nicht aus, wenn dann irgendeine Attraktion das gerne so möchte, sondern wenn die Natur es gerne so möchte. Ja, das muss man ja immer dabei bedenken. Ja, aber man kann ja mit allem Geld machen, selbst mit der Natur. Sieh es so. Und so fängt das ja an mit Natur und Geld machen. Da zahlst du dann viel Geld und dann passiert nichts. Richtig. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwann auch noch irgendwelche ganz tollen Technologien, mit der dann halt künstliche Vulkanausbrüche beschwören kannst oder sowas. Nur halt, um das Geld zu machen. Ich traue der Menschheit durchaus sowas zu. Einfach Virtual Reality, die einfach so fortgeschritten ist, dass es sich wirklich so anfühlt, als ob der zum Beispiel ein Vulkan ausbricht oder so. Wobei, das wird wahrscheinlich noch da. Ja, also so weit entfernt ist der Gedanke wahrscheinlich nicht. Ich meine, anfühlen vielleicht nicht, aber halt so an sich, die Grafik und sowas ist dafür ja schon möglich. Weil wir haben ja tatsächlich schon wirklich die Möglichkeit, Grafik sehr realitätsnah darstellen zu können. Oder sogar überrealitätsnah, dass es schon wirklich übernatürlich wirkt. Und das ist dann schon krass irgendwie. Man bedenkt so vor 20, 30 Jahren einfach nur Pixelgrafik und jetzt mit den neuen Unreal Engines und ich weiß nicht was, stehst dann da und kannst dann wirklich fotorealistische Grafiken erstellen. Das ist wirklich schon krass, wohin halt die Technik halt so gegangen ist. Aber bis es tatsächlich mal wirklich der Fall ist, dass man halt sowas tatsächlich machen kann, dauert es noch Jahre. Jahrzehnte wahrscheinlich. Obwohl Jahrzehnte vielleicht nicht. Ich meine, da Virtual Reality jetzt schwer im Kommen ist und sowas, ist das schon eher möglich als jetzt noch vor ein paar Jahren, wo man gerade so an die Oculus Rift ansatzweise gedacht hat. Aber naja, abwarten. Abwarten, was die Zukunft bringt, so wie immer. Nicht wahr? Ja, mal abwarten, was das hier wird, ne? Also, wie es dann am Ende aussieht. Ja. Das wird furchtbar. Das wird ganz furchtbar bestimmt. Nein, also wir haben jetzt schon richtig krass gearbeitet, also vor allem ihr. Ich habe ja nur Bullshit gemacht. Nicht wirklich irgendwie was Produktives, habe ich so das Gefühl. Und so wie ich mich kenne, reiße ich dann sowieso wieder hier irgendwas ab und baue es einfach neu hin. So, ist die Lava denn jetzt hier? Nein, ist nicht fertig. Natürlich nicht. Wieso sollte die Lava auch fertig sein? Dann gehe ich halt nochmal hier hin, hole mir hier ein paar weitere Lava-Eimer.
gehe ich hier nochmal rum. Und jetzt die Lava hier zu Ende hin. So. Habe ich jetzt viel zu viele Lava einmal mitgenommen. Ah, na gut. Ich muss das ja mal wieder übertreiben. Nehmen wir mal ein bisschen Glas. Mit ohne Uschi. Weil Uschi Glas will keiner haben. So. Und dann ist die Säule auch schon von unten ein bisschen beleuchtet. Ich habe auch überlegt, ob ich hier die Seitensteine hier irgendwie auch nochmal rausreiße und irgendwie einheitlich mache, aber das ist dann echt zu viel des Guten. Das ist dann wirklich zu viel des Guten. Irgendwo muss man ja mal Schlussstriche ziehen. Habe ich gehört. Ach, guck mal, wer da läuft. Eine Spinne! Spinne! So. Säule Nummer 1 jetzt wirklich fertig. Säule Nummer 2. Fuck. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, yeah, er ist wieder da, er ist wieder da, er ist wieder da. Alles aufgegessen. Hat's denn geschmeckt? Ja. Was gab's denn Feines? Gab Obstsalat und danach Kekse. Boah, geil. Kekse. Also ich bin ja schon ein bisschen neidisch. Ja. Diese Schwedenkekse. Oh. Der Schwedengebäck heißt das. Oh, doch nicht die vom Aldi. Doch, die vom Aldi. Oh, fuck. Du weißt schon, dass die extrem lecker sind, ne? Mhm. Ach, deswegen hast du sie auch gegessen. Ach so. Genau. Ja, die hatte ich schon lange nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ach komm, hier für den Freitag. Die mit der Schokolade oder? Ja, ja, klar. Ja. Natürlich, ohne Schokolade geht doch nicht. Doch, Kekse ohne Schokolade gehen auch. Nö, bei mir nicht. Okay, das ist natürlich Geschmackssache. Aber bei mir geht das. Bin ich irgendwie langweilig ohne Schokolade? Also klar, so ein Keks ohne irgendwas, ohne irgendwie, keine Ahnung. Es gibt ja auch diese Kekse mit so einer Fruchtdingens innen drin. Geht auch. Und das da geht ist, auch noch, ja. Da ist noch so jemand, der will hier auf den TS kommen. Schönen guten Tag. Moin. Oh, hallo. Ich grüße. Du bist noch nicht auf dem Server. Willst noch drauf? Warum ist hier ein Huhn? Ich komme gleich an. Ah, okay. Warum da ein Huhn ist, das weißt du ganz genau. Ich? Ja. Nö. Oder nicht? Dann weißt du es halt nicht. Nee. Ganz einfach. Ich weiß auch nicht, warum da ein Huhn ist. Vielleicht hat es sich verlaufen. Ich meine, du weißt. Das ist eine sehr, sehr alte Welt. Du weißt nicht, wie die KI da sich verhält. Bis wohin sie schon gelaufen ist. Das ist dann immer so eine Sache. So, ich brauche mehr Treppen. Viel mehr Treppen. Mehr von dem und das und alles. Oh, jetzt komme ich ins Gedränge mit dem Wasser. Und mach das Wasser weg. Shit. So, überall feine Steine. Ich habe da eine Idee. Oh, geh mal was Idee. Raus. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Versuch mal, dem Wasser den Boden abzugraben. Und dann fließt das Wasser nach unten und bleibt oben hängen. Das bleibt dann in der Luft zu hängen. Das bleibt in der Luft zu hängen. Aber am Rand ist er immer noch, ja genau. Ja, da muss ich da Erde reinstopfen. Hab nur gar keine Erde da. Wir haben hier eine Kiste mit Bauerde. Ja, ja, aber hier oben meine ich jetzt. Ich kann sie nicht dahin teleportieren. Ja. Ich arbeite dran. Also wenn ich mit so einer Technik fertig bin, dann weißt du als erstes davon Bescheid. Ich hol mir einfach Erde. Fertig. Herunterkomme. Ja, doch, so. Ja, ja. Ja, ja. Ah, Tordis ist da oben und baut da schon mal. Ah, ja, okay. Es sind hier alle sehr, sehr fleißig am Werk. Wenn du Kekse gegessen hast. Ja. Auf die ich sehr neidisch bin. Ja, ich habe ja während des Essens weitergebaut. Ja, ja, ich habe das zwischendurch gesehen.
Wo haben wir jetzt Erde? Hier. So. Kann ich hier auch nochmal Lava reinsetzen? Dann sind die Lava-Eimer alle wieder frei. Shit, das war einer zu viel. So, nochmal gucken, ob ich hier es verkehrt gemacht habe. Nö, natürlich nicht. Ausnahmsweise mal. Ich bin selbst von mir überrascht. Aber sieht gut aus. Kann man machen. So. Und dann brauche ich natürlich wieder Platz im Inventar und hier von was und da von was. Und was soll ich mit so zwei Fäden? Das kann ich ja nicht mal Wolle craften. Ich habe viel zu viel Erde geholt, aber was soll's. Ach, lieber zu viel als zu wenig. Außer es macht das Inventar voll, dann ist wieder schlecht. Gut, damit dürfte das Wasser weg sein. Feko hat das Spiel betreten. Feko wird zu mir teleportiert. Irgendwie. Feko hat das Spiel verlassen. Feko wird nicht zu mir telefoniert. Er wird nicht zu mir telefoniert, ja. So. Also wenn ihr Lava habt, ihr könnt ihr auch gerne in Eimer tun und dann halt ab in die Kiste damit. Ja, ich habe noch keine Lava entdeckt. Ja, aber diejenigen, die dann hier unten irgendwo rumdoktern, die werden... Da ist das wahrscheinlich, ja, genau. Ich meine, auf der höheren Ebene auch möglich. Irgendwer verbrennt irgendwo. Ja. Gratuliere, du bist gestorben. Oh mein Gott. Du kannst mich Mammut nennen, das ist gar nicht schlimm. Okay, Mammut. So, ich teleportiere dich dann wieder zu mir, bevor du da wieder irgendwo im Zombie-Dorf landest. TP. Die Spitzhacke war eh schon fast kaputt. Fast macht immer noch einen großen Unterschied. Ups. Danke. Liegt da noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ich habe nichts gesehen. Hm, das Huhn geht auf Wanderschaft. Das haben Hühner so an sich. Die wandern und wandern und landen plötzlich in Neumoria. Ist so. Ja, lustig. Es hat ein Ei gelegt. Das machen Hühner auch hin und wieder. So, ich schmeiße mal gegen die Säule. War leider nichts drin. Nichts drin im Ü-Ei? Leider nicht. Okay. Hätte sein können. Jo! Kommt hier nochmal ein bisschen Lava. Diesmal mache ich einen großen Bogen um die Lava. Ach, Lava ist freundlich. Lava sind Freunde. Was? Lava sind Freunde? Egal. Lava sind Freunde! Kein Futter. Ja, Lava essen ist, glaube ich, nicht so gesund. Ist ja auch nur Stein. Steine essen, ich weiß nicht, also sind zwar sehr ballaststoffreich, aber schmecken tun sie nicht. Nee, nicht so wirklich. Ne, ich hatte damals halt so einen Schulfreund, damals in wirklich sehr, sehr jungen Jahren, ne, Sandkasten und sowas, hat er Sand gegessen und gesagt, oh, schmeckt voll gut. Ja, ich auch nur so, ja, du weißt schon, ne, Sand ist eigentlich auch nur Stein. In sehr, sehr feiner Form. Oh, schmeckt. Ja. Sind da auch solche, was sie ernähren sich vom Papier. Und nicht von den guten Esspapier, nein, sondern von ganz normalen. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Naja, wenn sie denn meinen. Ja, es gibt Leute, die essen Schwämme. Schwämme. Ja, die haben tatsächlich so eine Esskrankheit, dass sie Schwämme essen. Ne, so normale Topfschwämme, das Grüne von abgezogen, diese Rubbelseite da. Ja. Ne, und dann den Rest essen. Ist tatsächlich eine Esskrankheit. Aha. Einer Person. So eine Amerikanerin habe ich gesehen. Ja. Okay. Ob das jetzt wirklich der Tatsache entspricht oder ob das einfach nur gefaked ist, keine Ahnung. Ja, aber halt, ich halte es nicht für unmöglich, dass es tatsächlich solche Esskrankheiten gibt. Ja, da schreibe ich dir zu, ja. Gibt viele bescheuerte Leute.
Das hat nicht mal was mit Pascal zu tun, einfach halt irgendwo irgendwas falsch gepolt, frag mich nicht. Wieder da.